mein Bestes. Irgendwie. Ich muss die nachher sowieso noch sortieren. Ja, ja, alles gut. Freunde, da bin ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Ich begrüße euch zu Folge 285. Ich bin in Bad Dietzenbach oder Dietzenbach. Sie erreichen Ihr Ziel um 14.44 Uhr. Jetzt fahre ich erstmal ganz schnell hier vom Hof, weil ich im Weg stehe. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab, B466. Quasi. So. So, also, ich begrüße euch zu Folge 285 aus Bad Dietzenbach. Sehr schön ländlich hier unten. Mittlerweile ist auch die Sonne draußen. Heute Morgen war es also ein bisschen diesig und so. Das war nicht so schön, aber hey, mittlerweile optimal. Ja, ich war in Dettingen oder Deckingen, besser gesagt, hieß das. Jetzt habe ich ja wieder so scheiß Fliege hier drin. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Scheiß Fliegen. Und da war ich um 10:45 Uhr, da habe ich ja ruckzuck abgeladen. War allerdings erst um 11:55 Uhr hier im Nachbarort. Und die machen von 12 bis 13 Uhr Mittagspause. Steht denen zu, fertig. Heißt für mich, Stunde warten. Ja, jetzt habe ich Rückladung in Schwäbisch Gmünd. Da düse ich jetzt hin. Was das genau ist, weiß ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Die Surprisung stirbt zuletzt. Also Freunde, ich düse los. Wir hören, sehen uns. Bis dann. Ciao. I gotta be honest, I'm feeling tired tonight. But the look in your eyes got me feeling alive inside. Every moment, here and now, it's you. No, nothing is better with you. I feel brand new. You and I can run away till we take flight. Nothing in our sight can take away what we can do tonight. Can take away what we can do tonight. I'll be honest, I'm feeling tired.
kaum warm, Junge. Aber hey, was willst du machen? Ach so, die Tür muss ich auch noch aufmachen. Ich fahr weg. Hammer. Waren die 14, oder? Freunde, geladen. Geladen in Schwäbisch Gmünd. 29 Stellplätze, morgen 5 Abladestellen und alles 5 Obi-Baumärkte. Tauberbischofsheim, alle 3 Märkte in Würzburg und Haßfurt. Ich bin begeistert. Fahren wir mal los. Ich melde mich nachher nochmal. Bis später. Tschakelakelak. Feierabend, Freunde. Ich habe Feierabend gemacht. Es ist 6:30 abends. Der Tag ist zu Ende. Es war echt kein wilder Tag irgendwie. Aber ihr kennt ja mein generelles Montags-Lustlosigkeitsproblem. Also es hat echt verdammt lange gedauert, bis ich in den Tritt gekommen bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich immer noch nicht richtig drin. Ist mir aber wurscht. Das meiste, was mich ärgert, ist, dass ich 50 Kilometer von daheim stehe. Also 50 Kilometer von zu Hause. Und nicht heim kann. Also ist leider ein bisschen nervig. Ist aber so, leider Gottes. So ist der Job nun mal, ne? Da kannst du nichts machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, heute eigentlich alles ganz cool gelaufen. Die 2 Abladestellen, die ich da hatte. Heute Morgen beim Laden, das lief soweit auch ganz cool, nichts Wildes. Ja, und dann habe ich bei einer Spedition in Schwäbisch Gmünd geladen. Die waren auch alle voll easy, voll gut drauf und so. Und nichts Negatives erlebt heute, muss ich wirklich sagen. Außer, dass ich nicht heimkomme. Zerfickst du! Ja, ist halt so. Ja, ich mache jetzt hier Feierabend. Muss mal gucken, ich habe alles ein bisschen Probleme mit meinem Kühlschrank. Ich gehe mal davon aus, dass es entweder damit zu tun hat, dass sich das hier drinnen zu sehr aufheizt, weil der ja bei mir zu Hause wirklich in der prallen Sonne sitzt. Wobei das eigentlich auch nicht sein kann. Und gut, wenn der Freitag, Samstag, Sonntag steht. Sonst habe ich es immer mal gemacht, dass ich Sonntag hingegangen bin, habe eingeräumt und habe den dann immer mal nochmal so eine Viertelstunde laufen lassen oder so. Und aber wie gesagt, am Freitag schon Probleme gehabt. Heute Morgen war der Kühlschrank schon wieder aus und das ist nichts gut. Nichts gut. Das gefällt mir. Das muss ich beobachten, weil dann muss ich echt mal in die Werkstatt mit der Scheiße. Muss ich halt einen neuen Kühlschrank haben. Ist es halt so. Ja, Freunde, ich wünsche euch einen schönen Montagabend, einen schönen Feierabend und ich würde sagen, bleibt anständig. Wir sehen uns morgen früh in der Obi-Runde. 5 Abladestellen, Obi. Schauen wir mal. Sind zwar die ganze Strecke nur 120 Kilometer, also die ganze Tour, also hier, wie soll ich sagen, von Obi zu Obi, insgesamt 120 Kilometer. Wird sportlich, würde ich sagen, wird echt sportlich. Aber egal, kriegen wir hin. Also Freunde, wir sehen uns morgen früh. Bis dahin, gehabet euch. Euch ich. Bis dann. Gute Nächte. Ciao. Thank you.
my pumps. I found my root hurt, skipped and jumped to run away from the hurt, pain and drama. Cause all I could think of was your negativity, rejection, slating my name and doing some things I would never dream of. All I ever wanted was kisses and cuddles, positive words telling me it's okay, but you pushed me away. Then enough was enough, you said I'm irresponsible, so I kept on going. You said I'm not mature at Hey, guten Morgen, Freunde, geliebtes Voll-Community! Wicked! Freunde, ich bin in Würzburg. Ich habe jetzt schon zwei Märkte abgeladen. Beim ersten war ich heute Morgen um 7:45. Bin um 7:45 wieder weggefahren. Das ging ratzfatz. Hier beim zweiten jetzt in Würzburg, also der erste in Würzburg von drei, ging auch ratzfatz. Jetzt habe ich Folgendes gemacht, und zwar war ich mal wieder viel zu nett, ich Depp, und krieg Postwenden mal wieder die Quittung dafür. Die haben gestern bei der Verladung, das habe ich in Tauberbischofsheim gesehen, wo ich im ersten Markt war, haben die eine Farbpalette für den zweiten Markt mitten reingestellt, die ziemlich hoch war. Und nach rechts waren die Paletten total flach. Jetzt hat die Palette aber dadurch, dass Tauberbischofsheim dahinter gestanden hat, einen gewissen Halt gehabt. Jetzt denke ich, bevor mir die Farbpalette umfällt, habe ich sie abgepackt. Jetzt habe ich die abgepackt. Jetzt waren drei von diesen Drecks-Farbeimern waren leicht eingebeult. Haben die mir gleich als Schaden moniert. So, bin ich wieder das Arschloch. Ich weiß natürlich nicht, ob die das irgendwie jetzt geltend machen oder so. Das kann ich euch nicht sagen. Aber im Endeffekt, ich habe Bilder davon gemacht. Ist eigentlich, ja, gut. Ich als Kunde würde den Eimer vielleicht ausstehen lassen, weil er eingebeult ist. Aber es ist eigentlich im Endeffekt Schwachsinn. Der ist nicht ausgelaufen. Der ist nicht so beschädigt, dass er kaputt geht. Oder kaputt ist, ausläuft. Daher ist das alles ganz cool. Ne? Ja, jetzt fahre ich in meinen Heimathafen sozusagen. Nach Würzburg zur zweiten. Das ist auch das Obi, wo ich immer einkaufen gehe. Und wo ich schon weltberühmt bin. Als ich mein Bad renovierte, letztes Jahr war das, glaube ich, als man insgesamt 5 Badewannen bestellen musste, bis endlich eine angekommen ist, die ganz war, war schon interessant. Aber egal, anderes Thema. Ja, wie gesagt, da fahre ich jetzt hin, es ist jetzt 9:30. Das heißt, ich bin so in 10 Minuten beim dritten Markt und ja, dann habe ich noch einen in Würzburg und dann geht es Richtung Haßfurt. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Bis jetzt bin ich soweit zufrieden. Ne? Ich musste nirgends anstehen und es hat nirgends irgendwie länger gedauert oder so. Und, aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden. Kennt man ja alles in dem Job. Ja, Freunde, ich düse durch Würzburg. Ist natürlich traurig, dass ich gestern Abend nicht nach Hause gekommen bin. Tauberbischofsheim hat es mir versaut. Aber hey, so ist das halt leider. Da musste halt auch mal 50 Kilometer vor zu Hause stehen bleiben. Ne? Ist halt so. Wenn ich jetzt heimgefahren wäre und wieder runter heute Morgen, wären es ja 100 Kilometer gewesen. Jeder kann sich vorstellen, was das an Maut ist. Und dass man auch Sprit verbraucht. Ne? Davon aus. Egal. So, Freunde, ich düse hier weiter und meld mich des Späteren dann nochmal. Bis dahin.
ich stehe mal wieder in Kassel. Schön. Ich musste mich zwar ein bisschen so durch enge Gassen quälen, aber scheiß drauf. Hauptsache Parkplatz. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, heute war ein bisschen arbeitsreich der Tag. 5 Abladestellen. 5-mal Obi-Baumärkte. Aber was soll ich sagen? Ich bin da so durchgeflitzt. Nirgends war was los. Richtig geil. Also ich war um 11:45 komplett leer. Bin dann auch rübergefahren nach Rötlein in der Nähe von Schweinfurt ist das. Hab da, was habe ich denn da geladen? 9 Paletten, glaube ich. 9 Paletten abgeholt. Ja, und dann bin ich zum Toni gefahren und zum Hubi. Hab die Hütte voll geknallt und los ging's. Ja, akkurat würde ich sagen. Es war ein schöner Arbeitstag, obwohl ich viel gemacht habe. Ist halt so. Ja, muss man ja auch mal zugeben. Wenn es so ist, dann ist es so. Ja, Freunde, ich will nicht mehr lang rumlabern. Es gibt nichts groß zu erzählen, außer dass ich morgen nach Dissen fahre, nach Telgte und nach Strehlen an der holländischen Grenze. Der Roy weiß Bescheid. Ja, da fahre ich morgen hin, also 3 Abladestellen und dann gucken wir mal, was wir zurückkriegen. Also daher surprisen lassen, so wie immer halt. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Dienstagabend, einen schönen Feierabend und wir beenden hier Teil 285 mit. Danke euch fürs Zuschauen, diejenigen, die den Weg neu zu mir gefunden haben. Servus, grüßt euch, genießt. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wer durch Zufall auf den Kanal stößt, wie immer, lasst mir gerne ein Abo da, kommentiert meine Videos und so ein Like, so ein Däumchen nach oben oder so. Däumchen Richtung Norden, ne? So ein Däumchen nach oben, das ist schon eine feine Geschichte. Ja, da würde ich mich tierisch drüber freuen. In dem Sinne sehen wir uns wieder mit Folge 286 und ich verbleibe mit unserem Wicked Peace, euer Mölli und haut rein. Und zwar richtig. Bis dahin, Freunde. Ciao.